Hallo? 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 Schönen guten Tag, Martin Graf ist mein Name, 55D Marketing. Ich spreche mit Herr Rakesh Sulinda. Ja, wer ist da bitte? Martin Graf ist mein Name von 5D Marketing aus München. Ich habe Sie angerufen, um zu sagen, dass in 3 bis 4 Tagen per Post die neue Kreditkarte bekommen, in Platin oder Edelschwarz Design. Das Wichtige, dass die neue Karte schufa-frei und fernsicher ganz ohne Schufa-Prüfung und alle Leistungen sind jetzt in eine Karte, Herr Rakesh. Eine Kredit. Ich habe das bei Donnerstag bin ich ja bei der Bank gewesen. Wegen des Kredit rufe Sie deswegen an? Okay, das ist nicht von der Bank, von 5D Marketing aus München, Herr Sulinda. Ach so, aber weil der Bankmann, der sagt, er wird beim ein gutes Angebot für mich suchen. Okay, das ist ganz anderes, Herr Sulinda. Ach so. Das ist unsere gut, weil die Karte ist schufa-frei und habe schon gesagt, dass die eine Kredit von bis zu 7.777 Euro ohne Monatgebühr und ohne Zinsen und Sie selber entscheiden, wie viel bezahlen Sie jeden Monat, Herr Sulinda. Das ist etwas anderes. Und von Ihrer Bank, Sie bekommen die Ihre Karte, das ist. Ach so, also. Ja, habe ich schon gesagt. Haben Sie nicht verstanden? Okay. Ich habe schon gesagt, Sie bekommen alles schwarz auf weiß nach Hause. Die Unterlage, bei Unterlage bekommen Sie eine Voucher. Bei Voucher entscheiden Sie, ob Sie die Karte aktiviert oder nicht. Das Sie selber entscheiden. Ja, und keine Zinsen, haben Sie gesagt? Keine Zinsen, keine Monatgebühr. Einzige, was Sie muss bezahlen, das ist einmalige Ausgabegebühr von 149,90. Aber die Jahresgebühr für die folgende Jahr bekommen Sie heute von mir gratis. Okay. So bleibt es bei der einmaligen Jahresgebühr von 149,90. Sie sparen also knapp 100 Euro. Also, sollten Sie nicht zufrieden sein, haben Sie natürlich ein 14-tätiger Widerrufsrecht. Tätiger? Meine Ausgabe ist nur, dass die richtige Unterlage richtig nach Hause schicken. Richtig nach Hause und schicken. Die Post, die ist die richtig gekommen. Ja, wohnen Sie immer noch in Schulstraße Nummer 33? Da wohne ich. Und was kostet später das Jahresgebühr? Was muss man bezahlen? Nur einmalige Jahresgebühr von 100, Ausgabegebühr von 149,90. Also, wird niemals. Aber da steht alles schwarz auf weiß in der Unterlage. Ja, nicht so hektisch. Ganz ruhig. Ich muss das doch alles wissen. Ja, natürlich. Du hörst, Sie haben doch gesagt, Sie werden mir erste Jahr geben und dann wollte ich wissen, was kostet andere Jahr? Was kostet 2019? Die Jahresgebühr, 2019, Sie sparen also 100 Euro. Das ist, Sie bezahlen nur einmalige Ausgabegebühr von 149,90. Und dann nie wieder irgendwas bezahlen? Nie wieder. Wie kann das denn sein? Wovon wird das Firma denn leben? Die müsste doch Geld bekommen. Das ist nicht mein Job, Herr Sulinda. Ach so. Sie bekommen alles schwarz auf weiß in Unterlagen nach Hause. Und Sie lesen da und überlegen, ob sie die für Sie passt oder nicht. Okay? Können Sie das auf Englisch schreiben, weil kann ich nicht gut Deutsch lesen? Kann Deutsch lesen oder schreiben, das kann ich, ich weiß nicht, Herr Sulinda, aber auf Deutsch muss ich die Zusammenfassung mit Ihnen machen. Ja, das ist ja okay, aber dass mir das dann, das kann ich das einmal original, das auf Deutsch schreiben und dann einmal ein Übersetzungsblatt machen? Ich überlege, dass meine Chef oder die Post-Angeber macht. Das kann ich nicht sagen. Ja, ich kann ja vielleicht auch das... Für Sie ist besser, ja. Dass die auf Englisch kann ich auch die machen. Ja, ich muss das ja verstehen. Eine Deutsch, eine Englisch, okay? Ja, das wäre sehr gut. Zur Verständung. Okay. Und jetzt mal, wohnen Sie immer noch in Schulstraße Nummer 33? Das ist richtig. E-Mail-Adresse ist rakesh.sulinda.gottfarm@gmail.com, ist das korrekt? Ja, Goldfarm. Ja, Goldfarm, aha. Ja. Und Ihre Geburtsdatum ist 13.07.1971. Ja, das hat sich ja nicht geändert. Okay, junger Mann, 7 Jahre jünger als ich. Okay. Und jetzt machen wir noch eine kleine Zusammenfassung, dass ich wähle alles, was ich habe schon gesagt. Das dauert 30 Sekunden und dann sind wir fertig. Okay? Was wollen Sie bitte machen? Eine Zusammenfassung, dass die richtige Unterlage nach Hause kommt. Also, wähle ich alles, was ich habe schon gesagt. So Recording? So Recording. Recording. Okay. Und was muss ich da machen?
Nicht nur, dass die bestätige, was ich habe schon, was ich sage. Weiter, okay? Okay, okay, ja, ja, okay, ich einmal an, können Sie mir vorher einmal sagen, da kann ich da überlegen. Okay, okay. Dann fasse ich noch mal kurz alles zusammen, mache zu Ihrer Sicherheit eine kleine Aufzeichnung, damit Sie sich auch einverstanden, ja? Alright. Sie bekommen hiermit eine Voucher für eine Prepaid-Kreditkarte im Edel-, Platin- oder Schwarze Design und wie gewünscht zusätzlich eine Kreditofferte von bis zu 7.777 Euro. Sie zahlen nur die Ausgabegebühr von einmalig 149,90 ganz bequem und sicher per Nachname und die Jahresgebühr von insgesamt 99,80 Euro für 2 Jahre schenken wir Ihnen, damit Sie sich auch einverstanden, ja? Also nur für 2 Jahre und hinterher? Schenken wir ihn. Das ist ungefähr fast 200 Euro. Ja, du hast doch gesagt, muss ich das niemals bezahlen. Jetzt hast du 2 Jahre gesagt. Nein, das ist einmalige Ausgabegebühr von 149,90. Ja, ja, das habe ich ja verstanden. Aber du hast jetzt gesagt, du schenkst mir das Gebühr. Und die Jahresgebühr von insgesamt 99,80 Euro für 2 Jahre schenken wir Ihnen. Ja, und danach, nach 2 Jahren? Ohne Monatsgebühr, ohne Zinsen. Und was ist nach 2 Jahren? Da steht alles in Unterlage, Herr Sulinden. Und was ist das 5D-Marketing? 5D Marketing, das ist eine Firma aus München. Aus München? Warum habt ihr jetzt neue Namen? Das steht, bei mir steht, das ist, ich weiß nicht warum, die hat 5D Marketing. Vielleicht 5 ja, ja. Leute machen zusammen. Ja, fünf Leute machen zusammen ja, Telefon. Ja, das 5 Leute macht die Firma, oder ich weiß nicht. Ja, ja, aber das hieß doch vor einer Woche, hieß das noch 4D Marketing. Ja, und jetzt vielleicht noch eine ist da, oder was? Also ist da jetzt noch ein anderer Mafia dazugekommen? Oh, ich habe gewonnen. Motherfucker. So, unbekannte Nummer ruft an. Ja, hallo? 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 Ja, hallo? Guten Tag, Schneider, mein Name. Kann ich mit Rakesh Dalsin sprechen? Ja, am Telefon, guten Tag. Schön, dass Sie persönlich erreichen. Ich melde mich direkt von Mastercard, dass ich Ihnen heute melde, dass Sie eine neue Mastercard bekommen, in 3 bis 4 Tagen per Post auf Ihre Hausadresse. Ja. Also es hat sich was geändert. Die Karte ist jetzt stufenfrei, keine Monatsgebühren, keine Jahresgebühren. Also okay. Sagen Sie bitte, wo Sie noch in Ziegendorf? Ja, Ziegendorf. Okay, die Straße ist Hauptstraße 71. Ja, und jetzt muss man kein Gebühr bezahlen? Nee, also Sie müssen nicht bezahlen. Das ist ja sehr gut. Nur für erste Jahr oder für immer? Bitte? Nur für den ersten Jahr oder für immer? Also das ist für immer. Für immer kostenlos? Genau. Oh, das ist ja großartig. Und wie viel Geld ist auf der Karte drauf? Also auf der Karte haben Sie 7.500 Euro. Die sind da schon drauf, wenn ich den bekomme, dann kann ich das ausgeben. Bitte? Habe ich das gewonnen? Genau. Also das bekommen Sie geschenkt von Mastercard. 7.500 Euro geschenkt bekommen. Genau. Also wir müssen jetzt am Ende nur noch eine kleine Zusammenfassung machen, also dauert 1 Minute. Das wird aufgezeichnet zu mir und meiner Sicherheit, dass Sie wissen, mit wem Sie gesprochen haben, wem Sie Ihre Daten hier haben und was Sie auch bekommen. Also und, ich fange jetzt an. Ja, warte mal, von welcher Bank bekomme ich denn Karte? Ist das Sparkassen oder Postbank? Also das bekommen Sie direkt von Mastercard. Das können Sie bei jeder Bank benutzen, bei welcher Sie möchten. Ja, und wie kann ich da Geld drauf bekommen, wenn ich denn Geld ausgegeben habe? Ja, also dann können Sie später also alleine auf der Karte also Geld reinholen. Also Sie können das alleine laden. Ja, also und kann man da auch Kredit nehmen? Ja, na klar, also Sie können auch Kredit nehmen mit der Karte. Ja, wie viel kann ich nehmen? Also bis 20.000. 20.000, können Sie mir Zinsen sagen, bitte? Also die Zinsen sind also 1-2%. Oh Gott, egal wie lange kann man zurückzahlen, wie lange muss das machen? Genau, also das werden Sie alleine ausfüllen. Also Sie werden alleine aussuchen, welche Rate Sie möchten, monatlich, ja, wenn Sie aber, Kredit nehmen. Ja, aber hat man Zeit, wo muss man zurückzahlen? 3 Jahre, 5 Jahre? Also Sie haben also 10 Jahre Zeit. 10 Jahre und bei 2%, genau. Egal, und dann kann ich 20.000 nehmen? Genau. Kann ich dann 2 Karten haben? Da kann ich 40.000 nehmen? Ja, wir können das dann nur auf Ihre Frau stellen. Auf meine Frau? Und kann man den Sohn nehmen? Also wir können die andere Karte nur für die Frau machen. Kann auch für meinen Sohn? Ja, ist Ihr Sohn volljährig? Nee, aber das können wir ja einfach sagen, dass der ist volljährig. Ja, also wir werden jetzt schauen. Also wir machen jetzt zuerst die Zusammenfassung für Sie, dann also schauen wir für den Sohn, Soll ich Ihnen den Namen von meinem Sohn geben?
Also ich werde das, ja, ich werde das alles nehmen nach der Zusammenfassung. Injal, können Sie einmal bitte aufschreiben, den Namen buchstabiert machen? Ja. Ja. Ja, Z. Ja. QW. Wie bitte? Z. QW. Ja. XY. Ja. PU. Also Z, Q. Ja. U. W. Und dann W. Ja, W, E, R. Ja. Und dann XY. Ja. POI. POI. Ja. Indische Name. Also, Square XY POI. Genau. Das heißt der Glücksbringer. Okay. So wie Sie sind ja heute meine Glücksbringer. Und dann ja, kann, da kann mein Sohn kann dann auch 20.000 Euro nehmen und dann können wir in 10 Jahren zurück. Wie viel muss ich dann im Monat bezahlen, wenn ich 10 Jahre zurückzahle? Können Sie einmal bitte bei der Kapitaltaschenrechnung? Ja, also Sie werden das alleine entscheiden, wie viel Sie jetzt monatlich bezahlen müssen. Ja, warte, ich muss gerade mal Handy rausnehmen. Warte, 20.000 kann ich nehmen, ja? Ja. Durch 10 Jahre, dann muss ich bei Monat 2 Euro bezahlen. Also Sie werden alleine entscheiden, also die Rate monatlich, also das werden Sie alleine entscheiden. Kann man auch 1 Cent machen? Ja, na klar, also wie viel Sie möchten. Ehrlich? Das ist ja, da kann ich den ja voll abzocken, den Mastercard. Genau. Warte, kann ich heute 20.000 nehmen und morgen auch 20.000 nehmen? Oder immer nur einmal? Also nur einmalig, also wenn Sie jetzt wieder zurückbezahlen, dann können Sie schon wieder also einen Kredit nehmen. Und dann kann ich wieder Kredit machen, okay, das ist sehr also, gut. Ja, den Mastercard ist so dumm, dass die so Karte rausgeben, den sind so dumm, das ist so toll. Ja, also wir machen jetzt nur noch die kleine Zusammenfassung, also dauert eine Minute und dann sind wir auch fertig. Aber keine Donut, okay. Okay, dann fasse ich nochmal kurz alles zusammen und mache zu der Sicherheit eine kleine Aufzeichnung. Sind Sie einverstanden? Ja? Sind Sie mit der Aufzeichnung auch einverstanden? Ja. Ja, okay, sehr gut, dankeschön. Okay. Können Sie noch 10 Sekunden warten? Ich muss den Fangschaltung noch anmachen. Können Sie mir nochmal kurz sagen, Mastercard, ja? Ja. Und gratis, ja? Ja? Hallo? Motherfucker. Ja, hallo? Hallo, guten Tag, Anja Weiß, mein Name, Vertriebspartner der Mastercard. Grüße Sie. Ich würde gerne mit der Rekler Dahlstrom sprechen. Ja, einen Moment bitte. Ja, Dahlstrom, hallo. Hallo, guten Tag, hallo. Herr Dahlstrom, Anja Weiß, mein Name, Vertriebspartner der Mastercard. Ich habe Sie nur kurz angerufen, um Ihnen zu sagen, dass Sie die neue Mastercard bekommen, die jetzt einen Kredit hat von bis zu 7.500 Euro. Oh. Die Karte ist jetzt ohne Schufa, pfändungssicher, ja? Das heißt, Sie können jederzeit einen Kredit nehmen ohne Ablehnung. Was heißt alle pfändungssicher? Was heißt das bitte? Ja, dass Sie ohne Probleme den Kredit bekommen werden, ja? Ohne Prüfung. Ja, und Hauptstraße 71 in Ziegendorf, ist das die richtige Anschrift? In Ziegendorf, das ist richtig. Und wie schnell kann man einen Kredit bekommen? Ja, über die Karte jetzt, weil die ohne Gebühren und ohne Jahresgebühren ausgestattet ist und ohne Schufa-Prüfung, ja? Ja, das habe ich verstanden. Aber wenn ich sage, ich möchte Kredit haben, wie lange dauert, bis ich kann von Karte das Geld nehmen? Zwei Tage. Sie bekommen die Unterlagen in 3 bis 4 Tagen zugeschickt schon, ja? Und ist da das Geld auch dabei? Sie müssen nur beantragen, welche Summe Sie haben möchten und in 2 Tagen wird es freigeschaltet. Kein Thema. Also wenn ich jetzt sage, ich will 5.000 Euro haben, dann kann ich das in 2 Tagen haben? Ja, genau. Sehr gut, sehr gut. Und was muss man bei Jahr bezahlen? Jahresgebühr haben Sie nicht, monatliche Gebühren genauso nicht. Alles, was auf Sie zukommt, wird nur einmalig, 98,90 Euro. Per Nachname. Und in dem Fall haben Sie 14 Tage Widerrufsrecht. Wofür ist das für Aktivierung von der Bankfirma? Das ist Werderkarte, Herr Dalschen, was man bezahlt. Eine einmalige Ausgabegebühr. Werderkarte? Und da haben Mastercard. Mastercard? Ja, kommt das von denen direkt? Die kommen direkt von der Firma Mastercard. Von dem Hersteller. Wie viel kann man Kredit bekommen? Bis 7.500 Euro und 5 Jahre haben Sie Zeit, das abzuzahlen. 5 Jahre? Oh, das ist sehr gut. Und was ist bitte den Zinsen? Was muss man bezahlt machen? Das bekommen Sie alles in den Unterlagen zugeschickt. Das kann ich Ihnen leider nicht sagen, weil das hängt immer davon ab, wie viel Geld Sie haben möchten. Ja, 7.500. Du musst das vorher wissen. Das weiß ich nicht. Können Sie bitte mal Manager fragen oder Teamleiter oder einen Kollege?
Nein, weil wir verkaufen keinen Kredit. Ja, Sie haben auf dieser Karte diesen Kredit und in den Unterlagen bekommen Sie die Zinsen zugeschickt. Ja, wo ist denn bitte Ihre Callcenter? Von wo rufen Sie an? Aus Leipzig. Leipzig? Oh, sehr gut. Wie heißt denn die Firma? Sind Sie von Mastercard? Ja. Ja, von Mastercard selber? Ja. Sehr gut, sehr gut. Weil ich habe da auch schon ein Mastercard. Kann man das gleich bei Ihnen kündigen? Ja, wenn Sie die neue Mastercard jetzt bekommen, Sie werden die neue, die alte wird automatisch dann natürlich gekündigt, also die wird automatisch dann storniert. Ach so, und warum ist das jetzt kostenlos? Weil bei den alten habe ich immer so viel Geld bezahlen. Weil das sich jetzt, weil das hat sich jetzt geändert für das neue Jahr 2017, Herr Dahlchen, ja? Für alle Kunden. Gut. Muss ich denn jetzt von den alten Karten noch die Zinsen bezahlen oder wird das auch Löschung machen? Das werden Sie mit der Vertriebsgesellschaft klären, wie das gemacht wird. Das kann ich ja nicht sagen. Ich bin kein Bankmann, ja? Ja, das hätte ja sein können, wenn Sie von Mastercard anrufen, dass Sie den neuen AGB kennen. Herr Dahlchen, ich bedanke mich, ja? Alles Gute. Wofür denn? Warten Sie mal, hallo? Arschloch. Ja, hallo? Hallo? Hallo, guten Tag. Ja? Hallo, Daniel Punz im Apparat, direkter Vertriebspartner der Mastercard. Habe ich den Herrn Dimitri Bagatov erreicht? Ja, richtig. Hallo. Guten Tag, Herr Bagatov. Guten Tag. Wir rufen Sie von der Mastercard an, um Ihnen mitzuteilen, dass Sie von uns eine neue Mastercard im Golddesign per Post nach Hause geliefert bekommen. Okay. Wie kommt das? Also, die Karte kommt ohne Jahres-, ohne Monatsgebühren, total superfrei und jetzt können Sie einen Kredit bis zu 7.500 Euro über die Karte aufnehmen, okay? Krass, und warum kriege ich denn Karte? Habe ich das gewonnen? Ja, Sie haben also Interesse für eine Karte gezeigt, wahrscheinlich über Ihre Bank oder irgendwas in der Art und deswegen rufen wir Sie direkt an, okay? Über was bitte? Über meine Bank? Über Ihre Bank. Ja. Mein Bank? Ja, ich habe neulich mal mit meinem Bankmenschen sprechen. Hat er bei Easy angerufen? Ja, die Daten kriegen wir eigentlich von allen Banken in Deutschland und dann rufen wir die Klienten an, die Interesse für eine neue Karte gezeigt haben. Verstehen Sie? Ach so, weil ich bin da gewesen, weil wir wollen für Haus ein bisschen bauen und da hat er gesagt, ja, ich werde dir ein Angebot erstellen und jetzt hat er gesagt, Sie sollen bei mir anrufen? Ja, wir rufen Sie, genau, richtig. Von der Herr Schulz von Postbank? Wir rufen, ja, die Information haben wir von der Postbank. Wir wissen nicht, wer richtig die Information geschickt hat, aber wir rufen Sie direkt von Mastercard an, Herr Bagatov. Ja, okay. Und okay. Wie wird das geschehen? Was muss ich machen? Sie werden von uns die Unterlagen in den nächsten 3 bis 4 Tagen an Ihre Hausadresse geliefert bekommen und Sie müssen eine Ausgabegebühr von 98,90 per Nachname bezahlen. Ist das okay mit Ihnen? Wie viel kann ich Geld nehmen bei Karte? Sie können die Karte normal benutzen, alles wie immer Sie wollen. Also Sie können 7.500 Euro auf die Karte kriegen, über die Postbank. Aber Sie müssen, wenn Sie die Unterlagen von uns kriegen, müssen Sie 98,90 per Nachname bezahlen, okay? Also wegen der Unterlagen und all den Sachen, die Sie kriegen. Unterlage. Also Sie kriegen von uns AGBs und so weiter, deswegen müssen Sie das bezahlen, okay? Muss ich Ihnen noch eine Verdienstabrechnung von meinem Arbeitgeber schicken? Nein, kein Problem. Sie werden alles von uns kriegen, aber wie gesagt, Sie haben nur diese Ausgabegebühr von 98,90, die Sie bezahlen müssen. Ist das okay mit Ihnen? Weil der von Postbank hat gesagt, musst du diese Unterlagen, das. Ich habe das alles hier eingescannt bei Computer. Soll ich Ihnen bei E-Mail schicken? Nein, Sie kriegen von uns noch ein paar andere Unterlagen mit den AGBs. Was denn? Sie kriegen noch mehr Unterlagen von uns wegen Ihrer Sicherheit und so weiter. Ja, aber ich muss Ihnen doch meine Unterlagen schicken für Bonität. Nein, das machen Sie ab mit Ihrer Bank. Wir machen hier nur die Grundinformationen, damit wir Ihnen die Karte schicken können. Ach, hat er, alles andere machen Sie über die Postbank. Ach, hat der Schulz Ihnen das schon gesagt, dass ich Geld habe und dass Sie mir das geben können? Wie viel haben Sie Geld? Ja, viel, aber der hat ja gesagt, man muss ja Bonität nachweisen. Ja, weiß ich, aber Sie wissen doch, dass Sie mit dieser Karte, die von Mastercard kommt, direkt die Bonität und die Schufa umgehen können, verstehen Sie? Ach, das muss ich nicht, ich habe genug Geld, ich brauche nicht mich zu verstärken. Ja, weiß ich, aber diese Karte ist eigentlich Schufa-frei und ohne Bonitätsprüfung, das wissen Sie doch, Herr Bagatov. Ja, können... Das hat Ihnen der Herr Schulz wahrscheinlich nicht gesagt, ja? Nee, hat er nicht gesagt, aber können wir trotzdem Bonitätsprüfung machen, das ist für meine Sicherheit besser.
Ja, okay, kein Problem. Also wir haben hier Ihre E-Mail-Adresse. Wir werden unsere Kontakte für die E-Mail-Adresse schicken, aber zunächst müsste ich noch eine kleine Aufzeichnung des Gesprächs machen. Also nur die Grundinformationen überprüfen, okay? Ja, warte mal noch. Du musst mir noch sagen, wie ist es denn, wenn ich das, das Geld nehme? Muss ich in ein Jahr zurückbezahlen? Ah, nein, Sie können auch 2, 3 Jahre, hängt von der Postbank ab, wie sie das macht, okay? Das hängt von den Herrn Schulz ab. Aber wieso? Aber wieso von Postbank? Das ist doch Mastercard, ist doch eigene Firma. Ja, Mastercard eigentlich Firma, aber die, sie benutzen sie über die Postbank, richtig? Ah, ich verstehe. Ich verstehe. Und was muss ja, man... Ja, die Karte können Sie überall benutzen, aber was jetzt Ihre eigentliche Bank, die Postbank ist, benutzen Sie jetzt in der Postbank, verstehen Sie? Ja. Wenn Sie später wollen, können Sie sie in der Volksbank benutzen oder irgendwo anders, in der Raiffeisen zum Beispiel, okay? Wie ist das denn mit, kann ich das bei Ausland auch benutzen, wenn ich zu ja, meiner Familie nach Russland in, fahre? Ja, das ist das Gute daran. Sie können es auch in Russland benutzen ohne die Provision, weil sie direkt von Mastercard kommt. Ah, oh, ich verstehe. Ja. Und ja, wie... deswegen müssen Sie die 98,90 bezahlen, weil Sie haben viele Verbesserungen mit der Karte, verstehen Sie? Ja, ich habe verstanden. Und wie ist das okay, dann, wenn ich das Geld nehme für den Hausbau? Was muss ich dann bei Ihnen, weil wir müssen das dann ja so bei... Muss ich nochmal mit Schulz reden, wie lange ich Zeit habe? Hören Sie, Sie machen nichts mehr mit uns direkt. Sie nehmen die Karte, gehen zu Ihrer Bank, sagen, ich will das Geld, die Bank ist Ihnen verpflichtet, das Geld auszuzahlen, weil die Karte direkt von Mastercard kommt. Ja, das habe ich ja verstanden. Ich bin ja nicht dumm. Wir haben Schulen in Russland. Ich wollte nur wissen, was muss ich, wenn ich das nehme und nach 3 Jahren wiederbringen, wie viel muss ich Zinsen bezahlen? Zinsen? Sie wissen doch, das hängt von der Postbank ab. Das müssen Sie mit der Postbank überprüfen. Also, aber ich glaube, es ist keine hohe Summe. Also es ist irgendwas Kleines. Unter ja, 5%, glaube ich. Unter 5%? Das klingt ja, ja gar nicht. Und wie heißt jetzt Ihre Firma? Meine Firma. Ja, bitte. Wir sind von 4D Marketing, den direkten Vertriebspartner der Mastercard. Wir machen nur die Kontakte für die Mastercard direkt, weil Sie wissen, dass das eine globale Firma ist richtig. Und dass sie nicht direkt alle Anrufe machen kann. Das ist richtig, aber weißt du, Mastercard hat ja eine gute Reputation, ist ja eine große Firma, ne? Ja, aber wissen Sie, wie viel dann, also wie viel die Läufe der Gespräche gehen? Sie, eine Firma kann das nicht global, verstehen Sie, sie ist eine globale Firma. Das wir ist arbeiten global. Als eine deutsche Abtei, nur für Deutschland. Ja, wo also ist... In Russland hat sie eine eigene Firma, die Anrufe macht und so weiter. Ich mache nur ein Beispiel, okay? Ja, kann ich, haben Sie einen Kollegen von Russland, mit dem kann ich reden? Nein, leider nicht, wir sind alle deutschsprachig hier. Ja, das hört sich aber nicht so an. Wo kommst du her, ja, Bruder? Ich komme eigentlich aus Kroatien, aber ich lebe seit 15 Jahren in Deutschland. Seit 15 Jahren? Habe ich den Job gekriegt, ja. Na, okay, ich verstehe. Und den anderen da, sind das, wie viele richtige Deutsche hast du bei Callcenter? Entschuldigung, wie bitte? Wie viele richtige Deutsche sind bei deinem Callcenter, also so Deutsch-Deutschen? Direkt Deutsch-Deutsche. Wollen Sie vielleicht mit einem, der richtig Deutsch-Deutsch spricht, ja? Ja, kannst du mir geben, bitte. Okay, einen Moment bitte. Danke. Hallo. Hallo. Guten ja, Tag. Schönen guten Tag. Mein Deutsch ist auch nicht so perfekt, aber wir werden uns verstehen können. Ja, ich habe ich den Kollegen. Das ist Ende des Arbeitszeiten und meisten Kollegen sind weg. Ah, das ist ja schön. Dann können Sie nachher schön Romantik machen. Weil ich habe die Kollegen nicht verstehen. Das ist ein bisschen schwierig. Der wollte mir erklären. Also nämlich, es geht um eine neue Mastercard, Prepaid ja. Mastercard im Gold Design. Wir können die per Post nach Hause bei Ihnen zuschicken, auf Ihre Adresse. Anfang des Jahres gab es ein paar Änderungen hier bei uns. Und ja. zwar, ob Sie jetzt einen Bedarf haben oder nicht für sowas. Ja. Die Jahres- und Monatsgebühren werden komplett gestrichen. Okay. Und nur kleinen Moment, ich muss meine Unterlagen jetzt hier nehmen. Also ich habe Platzarbeit gewechselt. Also ah, ja. Okay. Sind Sie schon auf die also Flucht vor Polizei? Nee. Ah, okay. Also ich bin bei der Kollegin auf dem Tisch jetzt. Ah, also, auf die Tisch? Sehr geil.
Die Jahres- und Monatsgebühren werden komplett gestrichen. Es wird keine Bonitäts- oder Schufa-Prüfung durchgeführt, also schufa-frei. Und optional bekommen Sie eine Kreditofferte bis zu 7.500 Euro. Ja, Sie zahlen einmalige Ausgabegebühr von 98,90 per Nachname. Und wie gesagt, die Zahlung ist einmalig. Die Unterlagen würden Sie in ein paar Tagen an Ihre Hausadresse geliefert bekommen, inklusive des Vouchers mit den AGBs. Und mit dem Voucher, Sie können die Karte aktivieren und Sie haben Widerrufsrecht von 14 Tagen. Wäre das etwas für Sie, Herr Bagatov? Und wie heißt Ihre Firma? Also wir sind 4D Marketing, direkter Vertriebspartner von Mastercard. Und Sie werden die Karte, also die Mastercard direkt von der Mastercard bekommen. Ja, ich habe da nochmal ein. Du hast jetzt Feierabend, richtig? Möchten Sie das oder möchten Sie es nicht? Ja, ich habe noch eine Frage. Haben Sie noch eine Minute? Ja, sagen Sie. Ja, ich wollte fragen, schämen Sie sich eigentlich nicht, die Leute am Telefon anzulügen und zu betrügen? Finden Sie das in Ordnung? Woher, wie können Sie sagen, das ist eine Lüge? Sie würden Unterlagen bekommen und Sie haben Widerrufsrecht. Nein, ich will das ja gar nicht. Ich habe mit dem anderen gesprochen, der hat mich die ganze Zeit angelogen. Der andere hat mich die ganze Zeit angelogen. Sie können nicht betrogen sein mit Widerrufsrecht. Also wieder, Herrn, Dankeschön. Ja, sucht ihr ordentliche Arbeit. Super! Wieder mal 4D Marketing und wieder mal einer, der krass gelogen und betrogen hat. Klar, der ruft an von meinem Bankmanager. Klar, der hat alle Info von Herrn Schulz über mich. Klar, läuft alles über die nicht existente Postbank, weil der Dimitri sein nicht existentes Konto hat. Also, wenn die euch anrufen, auch wenn es verlockend klingt, nehmt euer Kalaschnikow und schießt bei Telefon, damit die euch nicht mehr können anrufen. Und wir werden weiter arbeiten, um die immer wieder bloßzustellen, was die mit euch für einen Scheiße machen, wenn ihr nicht aufpasst, mein Bruder. Wir sehen uns und hören uns.